Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich sehe noch mega müde aus, ich bin auch gerade aufgestanden. Aber Freunde, ich habe es euch ja versprochen, ich will euch mitnehmen auf der Reise, trainingsmäßig, was hat sich getan? Und ich habe mir die letzten Wochen so überlegt, Digga, das kannst du nicht zeigen, du bist nur am Verkacken, deine Form wird immer schlechter, du frisst Scheiße, du gehst nicht ins Gym. Aber versprochen ist versprochen und deshalb gibt es heute für euch ein Update. Ich mache mich jetzt schnell fertig, es wird jetzt erstmal kurz was gegessen und dann erzähle ich euch mal, wie der Stand der Dinge ist, komplett real. So, ihr werdet es sehen, was hat der Eggers die letzten Wochen, sag ich mal einmal, seit Tag 0 oder Tag 1, das war das Training mit Kevin Wolter. Scheiße, ey, Kevin. Ey, ist ja aus wie ein Kind, Digga. Dann gucken wir mal, was bis heute so passiert ist. Ihr seid mit dabei. Viel Spaß beim Trainingstagebuch, ich glaube Nummer 3. Übrigens, Leute, gebt mal jetzt gerne dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich mal so ein Schuhvideo mache. Euch einfach mal komplett zeige, welche Schuhe hier alles bei mir im Regal sind. Jetzt einfach nur Daumen nach oben geben, dann peitsche ich das mal raus. Wenn ihr Interesse habt, dann sehe ich das ja. So, Moskau ist auch am Start. Was geht, Bro? Schauen wir mal. Wir haben hier extra so einen Weinkühlschrank hier. Und ich habe da das Bier kalt gestellt. Moskau! Moskau, wo ist das Kölsch? Wo ist das Kölsch? Wo ist das Kölsch? Prima. Erstmal schauen, was hier im Kühlschrank drin ist. Leute, das sieht wirklich nicht besonders gut aus. Aber ich werde mir jetzt hier ein paar Beeren gönnen. Ich werde mir jetzt Speisequark gönnen. Und dazu gibt es noch... Scheiße, Alter, sag mal rein, wie viele Nutella-Gläser hier sind. Haferflocken. Moskau. Wo ist das Kölsch? Wo ist das Kölsch? Haben wir das in den Kühlschrank gestellt? Gar nicht lange rumgeeiert. Speisequark kommt hier noch mit rein. Und übrigens hier, Let's Michel ist am Start. Was ist da los? Ich meine jetzt hier auch nicht auf zu lange ernährungsmäßig rumgesabbelt, rumgeeiert. Einfach rein die Scheiße. Ich messe das nicht ab, ich wiege das nicht ab. Kommen noch ein paar Haferflocken rein. Auch Pi mal Daumen, so für die Carbs. Bisschen Wasser rein, dann nimm's gut. Was ist das hier, Mikey, Alter? Trink das jetzt auch direkt hier aus diesem Ding raus. Nein, es schmeckt mir überhaupt nicht. Ich peitsche mir es einfach runter. Keine Flavor Drops drin, einfach Eiweiß, bisschen Carbs, bisschen Vitamine und runter damit. Ja, schmeckt wirklich nach Scheiße, Alter. Boah, ohne Witz, ich überlege eher, dieses Hundefutter zu essen. Aber darum geht's nicht. Hauptsache, ich habe ein bisschen was drin. Schmeckt wirklich nach Missgeburt. Maddie macht sich auch gerade das Essen. Kommst mit ins Gym? Sieht so aus. Jetzt, wenn ich ins Gym gehe, guck mal, was im Backofen für ein Frühstück auf mich wartet. Ich rufe jetzt gerade noch mal kurz meinen Trainingspartner an, Philippe. Er ist normalerweise immer am Start. Ja, der Trainingspartner ist nicht am Start. Das hält mich davon nicht ab, jetzt reinzuhauen. Übrigens, Leute, exklusiv hier gerade mal für euch als Information. Wir sind gerade dabei, ein Shampoo zu entwickeln bei That's Me. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist euch besonders wichtig? Schreibt es mal rein. Ich bin in meinem direkten Austausch mit den Produzenten und ich habe ihnen jetzt gesagt, ich brauche ein Shampoo, was die Haare perfekt pflegt, was geil schäumt, was geil riecht, was gegen Schuppen ist, was den Haarausfall im besten Fall noch minimiert, sprich mit Koffein, mit Biotin. Ich weiß, viele von euch werden sich damit jetzt nicht so auskennen mit diesen ganzen Inhaltsstoffen, aber ich wollte als allererstes so ein All-In-Produkt haben. Teste ich jetzt auch gerade aus, werde ich auf jeden Fall mal berichten. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, was euch besonders wichtig ist und, Leute, eine Handcreme. Die Frauen lieben das, wenn wir gepflegte Hände haben, dementsprechend, habe ich gesagt, wir brauchen nochmal so eine geile Handcreme, es kann doch nicht sein, irgendwas alles riecht nach Rosenduft, zieht nicht schnell ein. Da wird auf jeden Fall noch was auf euch zukommen, wir sind noch in Entwicklung, aber quatschen gar nicht so viel rum. Ich ziehe mich jetzt um und dann geht's endlich ab ins Fitnessstudio. Ein paar Sekunden später. Wir gerade losgehen, aber ich merke, irgendwie muss ich nochmal derbe scheißen. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Gym ankommt und merkt, jetzt muss ich kacken. Was ist bei euch los? Fuck, ey, dieses scharfe Dings, ne? Ich habe gestern noch 2 extra Long Chili Cheese gegessen. Immer noch, das ist... Boah, ey, diese Jalapenos. Ich muss richtig kacken nochmal. Fuck, ey. Mikey! Mikey! Maddie, kannst du mir mal Toilettenpapier bringen? Danke. Boah, ganz übel Kiste, aber wer das kennt, wenn man im Gym ankommt und merkt, scheiße, ich muss kacken und die Toiletten bei McFit kennt, der kann mich jetzt gerade verstehen, warum ich jetzt gerade nochmal durchgezogen habe. So, jetzt geht's aber endlich los, auf ins Gym. Scheiße, da sind die nächsten Leime. Aber das Wetter ist auf jeden Fall traumhaft heute. Geil, über 20 Grad. Ange-
angekommen jetzt hier im Fitnessstudio. Ich wärme mich jedes Mal auf, ein bisschen Cardio. Ich mache, glaube ich, wahrscheinlich heute so 15 Minuten. Sonntag ist es richtig voll hier, 12 Uhr. Echt krass, super viel los, die Leute sind auf jeden Fall am Start. Bei dieser Fitnessreihe ist einfach alles komplett real. Ich mache hier nicht auf Fitness-Experte oder sonst was. Ich nehme euch einfach mit auf dem Weg. Mein Ziel ist wirklich der 1.1.2021. Bis dahin möchte ich mich einfach für mich selber wieder gut fühlen und wohlfühlen. Das ist meine persönliche Ansicht. Vielleicht sagt der eine, dein Körper ist immer noch eine 6. Der andere sagt, boah, Digga, das ist aber heftig. Für mich habe ich so ein Ziel im Kopf. Das möchte ich erreichen, kann ich euch auch nur empfehlen. Visualisiert euch eure Ziele, egal worum es geht, habt es vor Augen. Und jetzt einmal das Update. Also seit 2 Wochen bin ich wirklich wieder gut dabei. Die Ernährung ist einigermaßen in Ordnung. Ja, und ich bin auch so 6-mal im Gym ungefähr. Ich versuche sehr, sehr schwer zu trainieren. Ich versuche momentan einfach nur meine Kraft zu steigern. Ich will Muskulatur aufbauen. 2 Monate lang werde ich jetzt versuchen, alles reinzuhauen, was geht. Auch essenstechnisch wieder schön im Kalorienüberschuss zu sein. Und dann Step by Step das Ganze abzubauen, 2 Monate lang auf ganz entspannt. Wie gesagt, Leute, jeder hat seine eigenen Techniken, Möglichkeiten, Pläne. Ich trainiere nicht nach Plan, ich trainiere einfach nur nach meinem Bauchgefühl, so wie ich auch Bock habe, wie es mir Spaß bringt. Weil ich habe gemerkt, wenn ich keinen Spaß an der Sache habe, dann bin ich nach 2 Tagen wieder zu Hause, peitsche mir die Chips rein. Heute wäre eigentlich mein Ruhetag, aber weil ich momentan so im Flow drin bin, dachte ich mir, nee, zieh mal weiter durch, Digga. Ich trainiere heute Schulter, Nacken, bisschen Bauch. Und mache jetzt ein bisschen Cardio. Ich glaube, 15 Minuten ziehe ich jetzt einfach mal durch. Vielleicht auch 20 Minuten, damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen habt, was bei mir gerade so abgeht. So, ich bin immer noch am Trainieren und da schleicht sich jemand ins Bild. Was willst du hier? Kannst du bitte weggehen? 1 Meter Abstand. Ich glaube, kennt sie jemand noch aus meinen Videos von früher? Meinst du, das hat noch jemand auf dem Schirm? Hoffentlich nicht. Das, ey. Silvana ist, man könnte schon fast sagen, Trainingspartnerin der ersten Stunde. Ja. Also damals, wo ich noch ansatzweise eine vernünftige Form hatte, dafür war sie teilweise mitverantwortlich, weil sie gut gepusht hat immer. Ja. Kann man so sagen. Und jetzt? Ja, wie und jetzt? Kann man mal sehen, ne? Ja, kann man mal sehen, was aus mir geworden ist. Noch mehr Muskeln aufgebaut. Ich werde jetzt erst praktisch auf die Bühne nächstes Jahr. IBB. Cologne Beach. Cologne Beach. Überleg mal, wie das aussehen würde. Ich mit meinem Körper stehe da einfach so. Ey, sieht aus wie ein Kind, Digga. Am Posen, Leute. 20 Daumen nach oben. 20 Daumen nach oben. Ich werde mir kalt. Ja, okay. Sehen wir uns gleich nochmal an einem Gerät oder was? Ja, bitte. Hä? Bitte. Was machst du denn jetzt? Po? Nein. Aber du bist stabil, Silvana. 25 jetzt gleich durchgezogen, ein bisschen länger Cardio gemacht, aber wenn ich merke, es läuft, nicht mit der Schweiß, sondern auch so, dann ziehe ich einfach weiter durch. Ey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my treasure. Erste Übung hier an der Maschine. 4 Sätze, auf geht's. So, als nächstes jetzt nochmal in der Multipresse. Ich versuche das Gewicht gleich ein bisschen zu erhöhen. Ich bin schon echt gut am Arsch. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate them. Die Haare sind auch am Wachsen. So langsam kann ich hier so einen kleinen Hinder machen. Silvana, das hättest du nicht gedacht, ja. Wo ist denn das Licht? Das ist das Licht. Ist es das? Ja. Warte, hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hättest du nicht gedacht, das hättest du wirklich nicht gedacht. Nee. Ah, ich bin Kopf bekommen. Nee, echt. Ah, Kopf nicht. Ja, die Leute denken, das habe ich auch nicht, still und heimlich. Das wäre aber so ganz mini-mü. Es gibt demnächst mal ein richtiges Form-Update. Ich mache hier noch letzte Übung. Vorher, nachher wieder? Ich habe das Gefühl, das nachher sieht schlechter aus als das vorher. Ich mache jetzt noch den hier, die seitliche. Sorry, Leute, dass ich so wenig gefilmt habe. Ist einfach schwierig hier im McFit, gerade sonntags proppevoll. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mal wirklich so mehr beim Training filme, schreibt das mir in die Kommentare. Ich will euch auch nicht zuspammen mit meinem Amateurscheiß hier. Früher war ich echt am Start, ne? Mittlerweile fühle ich mich echt wie so ein Hobbysportler. Silvana, zeig dir das mal wieder. Richtig anfangen, ne? Ich bin muss mal wieder richtig anfangen. Ich, für mich fühle ich. Ich bin
bin stolz auf dich. Ja, wir machen demnächst mal ein schönes Beintraining, ne? Ja. Sehr gut. Lass uns das mal machen. Bisschen Booty. Bisschen Booty. Booty? Bisschen Booty-Training. Ja, jetzt bin ich so heftig, ne? Ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Training war wirklich gut. Sorry, dass ich nicht ganz so viel gefilmt habe. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ich einfach mal mehr Trainingselemente zeige, dann gehe ich mal morgens hin mit einem Kameramann, dann kann ich das Ganze ein bisschen besser filmen. Wie gesagt, Leute, ich versuche den einen oder anderen da draußen vielleicht ein bisschen zu motivieren. Ich zeige mich hier mit meiner Form. Ich bin damit selber nicht zufrieden und das kostet mich auch Überwindung. Aber es ist, wie es ist. So bin ich. Ich bin nicht perfekt. Und wenn es den einen oder anderen da draußen motiviert und der sagt, Digga, ich ziehe jetzt auch mit dir durch bis zum 1.1. Ja, und für mich ist das auch alles nicht so einfach. Also jetzt, die letzten 2 Wochen haben mir echt Kraft gegeben, weil ich einfach dran geblieben bin. Und ich hoffe, es wird auch so bleiben. Ihr werdet es sehen. Also wenn ich abkacke, werde ich euch da auch mitnehmen. Ich werde jetzt einmal die Woche auf jeden Fall so ein Video hochladen. Wenn ihr wollt, kann ich das auch öfters machen. So sieht's halt aus. Und auch jetzt hier, schau mal, das habe ich gegessen. Nudeln mit Käse. Das ist mein Essen. Wir werden sehen, was das Ergebnis dann am 01.01.2021 so bringt. Ich will einfach ins neue Jahr starten mit einem guten Feeling. Ihr seid mit dabei. Ich habe Bock drauf, weiterzumachen. Begleitet mich gerne auf meiner Reise. Vergesst nicht, check das beste Haarwachs aller Zeiten ab. Das für mich beste Haarwachs aller Zeiten ist verlinkt unten in der Infobox. Und schreibt mir sehr gerne, wie für euch das beste Haarshampoo sein soll. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt jetzt noch mit Einfluss drauf nehmen. Bombt mich voll, schreibt mir auch Direct Messages auf Instagram. Danke fürs Zuschauen, sehr, sehr reales Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Mike Eggers und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was im besten Falle das Schuhschrank-Video sein wird. Also, bis dann, bleibt gesund, trainiert fleißig, wir sehen uns.